Willkommen vor den Empfangsgeräten. Nee, ich bin morgen und Zerkom von den Frakta und ich bin wieder in 1648 in der vagen Hoffnung. Achso, das war die Truppe, die zerschlagen wurde. In der vagen Hoffnung, irgendwas noch reißen zu können. So, das dürfte den Kölner zumindest ein bisschen abschrecken. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Bayern damit umgehen werden. Ja, gerne so ein Krefeld kann ich mal stehen lassen. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Befehle, Kaiser. Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Ihr wünscht? Befehle, Kaiser. Befehle, Kaiser. Wir können auf Krefeld abrücken. Ja. Ja, ich reden wir mal. Ich habe im Moment keinen Nerv, mich mit den Habsburgen hier rumzuprügeln. Außerdem werden die sich noch schnell genug mit den Holländern auseinandersetzen müssen. So. Also den Jungs traue ich auch nicht so weit, wie ich sie werfen kann. Nicht weiter, als sie werfen kann. Dass sie mit so viel Truppen anmarschiert kommen, finde ich sehr bedenklich. Also ich weiß nicht, ob Joffrey da nicht so viel des Guten getan hat, wie er die KI ein bisschen aggressiver gemacht hat. Ich glaube, ich verstärke mal die Truppen in der Altmark. Kaiser, seid gegrüßt, mein Kaiser. Ich schick mal einen General nach Havelberg. So. Volle Segel. Wir sammeln die Garnison noch ein. Ja, Flotte bereit. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Werfen den Anker, mein Kaiser. Der Wind hat uns im Stich gelassen. Und Strien verstärken auch besser noch ein bisschen. Kostet nicht viel Unterhalt. Davon holen wir uns jetzt auch noch ein paar. So, aber ich glaube, langfristig werde ich eh von in Königsberg mal ein bisschen expandieren müssen. Ich glaube, mit der katholischen Liga habe ich noch keinen Stress, oder? Ne, Utrecht, Köln und Trier und Habsburg. So, wie sieht es denn hier aus? Also, ich hatte gerade den Bayern das Gebiet geschenkt. Genau, da ist er. Mein Kaiser. Jo. Mal raus aus dem Gewusel ein bisschen. Ja, ich habe noch keinen Stress mit den Polen gehabt, nicht mit der katholischen Liga. Dann sollte ich es vielleicht doch vermeiden, wenn es unbedingt sein muss. Aber ich bin natürlich schon scharf auf Elbing. Wie auf Elbing? Ach, die katholische Liga hat das erobert, vom Ermland aus. Okay. Ja. Die sind im Stress. Ach, deshalb, da marschiert der Max hin. Der zieht sich von hier, marschiert der ab in die baltischen Städte, die gut protestantisch sind. Ja, jetzt könnte ich mir Ermland und Elbing greifen. Tiegenhof stehen noch ein paar Jungs. Und Danzig ist noch protestantisch. Ja, mal gucken, was wir hier machen, ein bisschen was verstärken. Gut, dann machen wir mal, werden allen gebaut. Ja, gut. Dann machen wir unten wechseln, mal gucken, was passiert.
Ja, langfristig, also ich werde ja schon in meiner Kasse merken, wenn die drei Westprovinzen weg sind. Aber so ist es besser. Ich will aber nicht Brandenburg aufgeben. Natürlich wäre es eigentlich sogar am schlauesten, dann noch die vier brandenburgischen Provinzen aufzugeben und mit allem, was da steht, nach Osten zu rücken und mich komplett auf den Osten zu konzentrieren und erstmal oben das Baltikum zu erobern. Von da aus dann gegen die Polen vorzurücken. Aber noch trauschen. Aha, das habe ich mir doch schon gedacht. Ihr Säcke. Ihr Säcke. Boah, ich habe echt ein Vielfrontenkrieg und die sind echt stark, die Braunschweiger. Wow! Wo hat denn Braunschweig so viele Truppen her? Und vor allem, woher haben die das Geld für so viele Truppen her? Also Joffrey, ich glaube, du hast das echt ein bisschen übertrieben. Gut, Brandenburg ist auch nicht leicht, die Fraktion, weil es eben dieses verstreute Besitz hat, aber das ist jetzt schon ein bisschen krass. Naja, wenn ich die Kampagne gegen die Wand fahre, aller gut, dann muss ich halt irgendwann nochmal anfangen. Ihr seid kein Krieger, sondern ein Schweineherd. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Alter Schlappe. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, wir trauen euch nicht. Daher bietet ihr besser etwas. Falls das ein Schatz. Ich hoffe, jetzt kommt etwas Nützliches. Vergesst die Idee. Dieses Treffen war sofort, Kaiser. Ja, ich bin nicht wirklich, ich habe jetzt da nicht wirklich gedacht, dass sie drauf eingehen, aber... Also wenn ich das nochmal neu anfangen müsste, dann würde ich tatsächlich dahin gehen und mir überlegen, wirklich alles aufzugeben und mich von Anfang an auf den Osten zu konzentrieren. Oh, das ist ärgerlich, das Ganze hier. Ja, morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser. Ja, mein Kaiser, errichte einen Wachposten. Nein, nimm mal die Garnison aus Wittenberg schon mal mit. Hm? Unsere Streitkräfte, Kaiser! So, die Armee müsste jetzt bei Cottbus angekommen sein. Wir kümmern uns erstmal um Lübbe. Um Lübben. Heiliger Kaiser, euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Ja, da kann man jetzt nicht so viel machen. Gut, für die muss ich halt Unterhalt zahlen, aber die kosten ja fast nichts. Gut, aber der Kampf wird mit nichts ganz gut umschrieben. Also das läuft, also wenn ich sagen würde, es läuft beschissen, wäre das, wär das noch sehr wohlwollend.
Katholische Liga marschiert aber mit einem Spähtrupp nach Westen. Alter Schlaue, ey, die Kölner haben richtig viele Truppen. Seid gegrüßt für das Reich. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Nehmen wir nun die Heiliger Kaiser? Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Wir belagern sie, mein Kaiser. Mein Kaiser. Naja, wir binden ziemlich viele Kölner da, aber es kostet uns auch einen Haufen Geld, die alle im Feld zu halten. Für das Reich. Also ich glaube, das habe ich verbacken, das Ding. Ich hätte nicht gedacht, dass die doch jetzt so aggressiv ist. Früher hat die KI uns, also wir hatten ja vorher die Xai-Submod drauf, was so KI angeht. Und da hat die ersten paar Runden eigentlich immer mal die Füße stillgehalten und hat erstmal sich um die eigenen Sachen gekümmert. Und da konnte man in Ruhe wenigstens ein bisschen erstmal aufbauen. Aber ich weiß ja nicht genau, was er da getrieben hat. Ach doch, warte mal, er hat es mir erklärt gehabt. Ich habe da ein bisschen was davon verstanden. ernsthaft, er hat nämlich herausgefunden, dass das Verhalten der KI abhängig ist von der Grenze ihrer von der Länge ihrer Grenzen. Und zwar ist es so, eine große Fraktion hat sehr viele Provinzen, dadurch sehr lange Grenzen und gerade auf dieser Karte natürlich extrem lange Grenzen und das berechnet die KI und stellt halt fest, wie viel Truppen sie theoretisch braucht zur Verteidigung und in dem Moment wird die halt passiv, wenn sie sehr viel besitzt. Während also dadurch kommt eine kleine Fraktion, greift dann eher an als eine große Fraktion. Naja, dann wollen wir uns mal schlagen. Mal gucken, ob wir die Altenmark halten können. Als Gebilde zu gelten, ist eine Ehre. Unser Reich bewahrt schließlich die Weisheit Roms. Doch ich sage euch, in all meinen Studien stieß ich nie auf solche Feinde wie die unseren. Sie würden ganze Bestiarien füllen und ihre Perversität triebe anständigen Scholaren die Scham ins Gesicht. Diese Schotten da drüben haben es nötig, getötet zu werden. Wir tun ihnen einen Gefallen, da sie ihren reichenden, hässlichen Geschmack einhalten. Ja, bla bla bla. Es war tatsächlich eine Sekunde unachtsam. Ich hab nicht so drauf geachtet, wie weit die schon wieder sind. So, eine opfert sich. Gut. Die Jungs sind ziemlich kampfstark. Die Krachte, Moment, die gucke ich mir nochmal an. So.
Also wenn ich das richtig sehe, dann hat Joffrey das abgeschaltet. Dass sie alle automatisch und selbstständig feuern. Und wenn dem so ist, dann muss ich doch wieder jemand hinten dran positionieren. Okay, probieren wir es mal. Sehen wir gleich, ob meine Theorie stimmt. Also groß gefeuert wird er, ne? Die da feuern wie die Wilden. Ja, gerade sind die ganzen Generäle dabei. Oh! Ah, der Schulenburger ist gefallen. Ein von der Schulenburg hat ja auch mal Korfu gegen die Osmanen gehalten. Da habe ich hier irgendwo noch ein Buch rumliegen. Da habe ich das mal gelesen, als historische Roman von einem Nachfahren von dem. Ja gut. Er gewinnt zu Fuß Georg von Lüneburg. Die haben auch was drauf. Die werden auch nicht so leicht abhauen. Zum Teufel! Der Feind hat Leitern an den Mauern! Zeigt ihm Stahl! Ist aber auch ein Glückstreffer. Weiße Pferd von Braunschweig, von Niedersachsen. So, das Ding feuert trotzdem nicht. Okay, dann könnt ihr die Stellung auch aufgeben. Und euch auf den Marktplatz begeben. Und euch euren Kameraden anschließen. Verflucht! Der Feind rammt die Tore ein! Unsere Mauern wurden von den Feinden eingenommen! Ja, ich mag das immer ganz gern, wenn ich... ja, das hat jetzt dann gar nicht geklappt. Wenn ich Total War Spiele spiele, wo ich ja weiß, dass die Ladezeiten manchmal ein bisschen länger sind, dass ich dann dabei ein bisschen lese. Oder bei Rundenwechsel lese ich prinzipiell. Gerade eben war ich in Gedanken, dass ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich aufnehme und habe dann, wie die Schlacht geladen wurde, Dings gelesen, Steife Brise von Terry Pratchett. Ja, die halten sich jetzt schon länger als ich dachte, aber die brechen gleich gegen den Kavallerieansturm. Wenn es wenigstens ein bisschen Pech gegeben hat auf die Gegner, langt das ja schon. Ja, lang gehalten haben sie nicht. Ja, wie man hört, bin ich immer noch erkältet.
bleibt jetzt mal, damit mir das auf sinnlos rumzuballern. Hey, hör so oft zu ballern. Ja, der verletzt nur sich und seine eigenen Leute, oder was? Was schießt denn da? Das sind das die hier vorne schon wieder. Können die durch die Häuser ballern? Wer hat denn die Generalsleibwache so verstärkt, dass die so gut schießen können? Warum rennen die immer noch? Und flüchten die denn? Stehe ich auf dem falschen Platz oder was? Okay. Ja, seine lokale Miliz ist natürlich auch nicht wirklich für das Schlachtfeld gedacht. Er macht jetzt auch den Abgang. Was schleppen die Jungs denn da für eine Stange mit sich rum? Ich wette, da sollte eigentlich Fraktionsflaggen dran. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. So, jetzt müssen die Jungs, die vorrücken wollen, durch die ganzen Typen, die abhauen. Das ist nicht gut für die Moral. Ich hatte ja immer vorgeschlagen, wir geben den Generalsleibwachen überhaupt gar keine Kampfstärke. Ich kenne noch ein, zwei andere Mods, die haben das auch so gemacht. Damit er es gar nicht irgendwie auf die dumme Idee gekommen wird, mit denen irgendeinen Angriff zu führen. Und nervt mich total, dass der scheinbar irgendwie, weiß auch nicht, in die Luft schießt und dann kommen irgendwann die Kugeln runtergefallen auf meine Leute oder was. Ja, normalen Speerkämpfe machen das auch den Abgang. Ah ne, sammeln sich schon mal. Ich überlege gerade, ob ich noch mal vorrücken lassen soll. Ach, weißt du was, das machen wir jetzt auch gerade. So, als erstes zermanschen wir die hier. Wenn wir hier einfach nur rumstehen, schießen wir uns nur zusammen. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. So, okay, na, und ihr rückt vor. Da kommen wir die nächsten Freiwilligen.
jetzt fangen die sich echt am Rand vom Schlachtfeld wieder an meinen armen Bannerträger platt gemacht. Die Regimenter aus der Altmark. Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Hier ist so mal ein Durchbruch. Okay, die lokale Miliz rennt wieder. Na gut, wie gesagt, die sind ja nicht wirklich zum Kampf. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Also es geht zwar zentimeterweise vorwärts, aber es geht vorwärts, würde ich behaupten. Sie drängen die Braunschweiger zurück.
Nicht abschlafen, Altmark, immer schön vorrücken, angreifen. Immerhin haben wir drei Elite-Kompanien dabei. Das ist im Regiment von Kracht. Drängen wir die Braunschweiger wieder zum Tor hinaus. Steige auf, du roter Adler. Die Verluste sind natürlich jetzt auch nicht gerade gering. Des Reiches legt tot zu unserem Wunderbar. Das macht ihre Infanterie bestimmt total glücklich. Von Hohenhorst und von Decken sind tot. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Jetzt rennt alles raus. Ah, es geht von der Seite aus schneller. Seht, wie unser Feiger nö, die lassen wir nicht mehr entkommen. Das sind Elite-Kompanien. Gut, dass sie auf der Mauer rumgestanden haben und jetzt sich nicht unten im Gefecht beteiligt haben. Thank you.
Jetzt wünschte ich, ich hätte ein bisschen mehr Kavallerie hier gehabt. Na okay, die Reichweite ist nur sehr kurz. Oh, wir haben noch ein paar erledigt. Krim ist gefallen. Von Krog ist gefallen. Dann lieber zurück, bevor meine eigene Ari mich erwischt. Ja, okay, die schießen schon noch von allein, aber die haben halt eine recht kurze Reichweite, also scheinbar wurde das verändert. Ja. Ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, aber es muss sein, bei so vielen Truppen, die dann nachrücken. Also, ja, da so viele Stacks noch stehen, ich, für jeden Braunschweiger, den ich jetzt glatt hole, muss ich dankbar sein. Ja, scheiße, ich habe jetzt noch Wachenmodus drin. Ja, das nehmen will ich, also die Miliz, das ist egal. Die Ziegei wascht vom Dille. Also wie die Panik bei denen ausgebrochen ist hier in dem Tor, nach dem Durchbruch, ist das natürlich zum Gemetzel geworden. Ah, mein Reiter hat noch einen Treffer abbekommen von meinen eigenen Kanonen. Ja, hier haben sie jetzt plötzlich Reichweite oder was? Ach, ist lächerlich. Okay. Das Ding ist beendet. Das weiß ich gar nicht genau. Kann ich jetzt einfach so rausgehen aus dem Gefecht und muss warten, bis die letzten Handel da weggelaufen sind. Ja, gut, meine Kanonentürme ballern noch ein bisschen rein. Jetzt können sie plötzlich alle schießen.
So, Kines. Dann mal rein in die Stadt, Party machen, Verluste zählen, reformieren, reorganisieren, bereit machen für die nächsten Braunschweiger, die da kommen. Obwohl, nach der Niederlage kommt trotzdem. Gerade nach der Niederlage, das lassen die ja nicht auf sich sitzen. Habt ihr fein gemacht. Wir brav gekämpft, die Altenmark gehalten. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja, also Hohenhorst ist tot und seine Armee ist zerschlagen. Ja, das Zitat passt doch ganz gut zusammen. Okay, wir haben 3 Anführer gefangen genommen. Wir haben eine Menge Truppen. Geld oder tote Feinde? Wir nehmen das Geld. Auf den Gefallen, dass sie dann direkt wiederkommen. Hat er... Verlangt Lösegeld. Das ist effizient. Na okay, hat sich erledigt. Sie haben nicht nur Kohle. Und Ehre dem Reich. Ja. Eine Miliz gegen keine Ahnung was. Brauche ich jetzt zu probieren. Tangermünde ist gefallen. Aha. Okay, aber das mache ich jetzt nicht mehr in der Folge. Das ist dann in der nächsten Folge. Bis bald dann. Tschüss.